Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich fahre jetzt noch Holzkohlepaletten verladen, nachdem wir gerade den Jürgen ordentlich Paletten auf die Anhänger geballert haben. Machen wir jetzt gleich nochmal Holzkohle auf die Paletten. Und dann, warte mal, muss man gerade noch. Das kann jetzt nicht sein. Folge war ohne, hallo. Hallo? Ja. Kannst du mal gerade runter an die Hauptstraße kommen im Telelader, haben wir so Spanngurt gerissen. Eine oder mehrere? Zwei Stück. Kannst du mir zwei neue mitbringen? Hab ich dabei. Da hat er schon, du wärst umgefallen. Nee. Mit dem kannst du nicht umfallen. Wollte gerade Holzkohlepaletten noch verladen, ey. Gut, dass ich schon einen Rückspiegel geguckt habe in der Kurve, ey. Glück gehabt. Na, warte. Nein, mach nochmal los. Beide. Jetzt. Sehr gut. Gut. Ah, perfekt. Danke dir. Bitte. Tschüssi. Ciao. Ah, und alles ohne Geld, weißt du? Da geht meine Arbeitszeit flöten. Könnte 1000 andere Sachen in der Zeit machen, aber nie. Die Leute können alle keinen Telelader fahren. Alle kein richtiges Tetris spielen. Also ich frage mich, was eigentlich auf dem Server immer so laggt. Wir haben schon so viel rumprobiert und irgendwas ist immer am laggen. Das ist ein bisschen schade.
ersten zwei sind drauf. Das ist bei Holzkohlen ein bisschen besser. Die sind vom Schwerpunkt her irgendwie so weit austariert, dass man da gut zwei zusammen transportieren kann. Das ist halt langwierig mit den Paletten. Nein! Jetzt hätte ich fast runtergeschmissen, ey. Nachdem sie eigentlich so gut geladen waren. Gehabt. Warte mal, ich wollte mir vorhin noch was aufschreiben und zwar Bretter. Ja, nee, doch, passt doch. Bretter hatte ich sogar einen 5600 als Wert stehen. Na also, dann passt es doch. Och Mensch, geh doch einfach drauf.
Nein! Ist die eine Palette jetzt runtergefallen? Geh doch weg. Muss ich theoretisch da auf die andere Seite wieder ran, ey. Mal gucken, ob ich die da jetzt wieder drauf kriege. Ach, komm schon. Das Palettengelaber, das geht mir richtig auf den Geist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt so langwierig, weil ich gar keinen Bock mehr auf Paletten. Kann ich nicht die ganze Scheißproduktion verkaufen? Geh doch hin. Oh, mach doch den Spanngurt weg jetzt hier. Hey, du Bindung, ey. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder eine Palette dazwischen kriege oder nicht. Ich muss echt sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Bock mehr auf Paletten, ey. Es ist einfach viel zu anstrengend. Ja, jetzt kommt der andere Fuzzi wieder. Der kann sich schön den Teledader schnappen und selber machen, was er will. Wo ist denn der jetzt hingefahren? So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.